kriegst, was du verdienst. Roboter Schrott, 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 Roboter Schrott. Er ist mutiert! Er ist irgendwie eine Fusion mit dem Bier eingegangen, das ich in die Cartridge gekippt habe. Aus Robo-Warrior wurde in dem Moment Bier-Warrior. Vernünftig reden hat das Arschloch immer noch nicht gelernt. Und er wird entscheiden, was wir heute spielen. Ich muss mal das ganze Gelumpe vom Urban Champion Review aufräumen. Das liegt hier immer noch auf dem Boden rum. Oh mein Gott! Nein! Hör auf! Nein! Was für ein Spiel willst du mir schon wieder zeigen, Beer Warrior? Was für ein Spiel willst du mir schon wieder zeigen? Aha. Da ist es ganz kalt, Da wird's wieder heiß. Da bist du ja! Ah, was wolltest du mir zeigen? Die schöne und das Biest? Das ist nicht dein Ernst! Puh! Die Schöne und das Biest. Es war ein guter Disney-Film, aber hab ich Lust, dieses Videospiel-Machwerk zu zocken? Steuert man das Mädchen Belle und muss umherfliegendem Geschirr bis zum Biest folgen und es dann in einen Prinzen verwandeln? Da könnte ich ja gleich die Barbie-Games reviewen. Naja, das Einzige, was mich davon abhält, dieses Spiel nicht zu zocken, ist, dass man als das Beast spielt. Als das fucking Beast. Das erste, was einem auffällt, ist die verkackte Kampfsteuerung. Es ist unmöglich, eine dieser verfickten Fledermäuse hier zu treffen. Mann! Ah! Schlag sie! Schlag sie! Schlag sie! Ah! Was? Fuck! 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 Gleich zu Beginn des Spiels stürzt der Boden ein und man fällt auf tödliche Stacheln. Fuck! Ah, ich brauche ein Bier. Bei Level 2 hört's dann ganz bei mir auf. Was sind denn das für Gegner? Ein Haufen frisch rasierter Schamhaare? Wieso kämpfen wir gegen Besen? Sind lebendige Haushaltsgegenstände in dem Film nicht die Guten? Ja, smash him! Auf die Fresse! Aber was mir wirklich auf den Sack geht, man läuft nach rechts, Treppen rauf, verprügelt irgendwelche Besen, läuft nach links, springt über Abgründe, nur um in einer verdammten Sackgasse zu landen. Und wenn ich dann da runterspringe, dann bin ich wieder am Level Anfang. Fuck! Überhaupt.
ist es völlig scheißegal, wo ich langlaufe und was ich mache. Ich finde den verdammten Ausgang von dem Scheiß-Level nicht. Ich könnte hier stundenlang Treppen rauf und runter laufen, das Level rechts herum absuchen, das Level links herum absuchen, Ratten, Besen und verdammte Schamhaarbatzen verprügeln und würde trotzdem niemals das Ende vom Level finden. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse diese verdammten Spiele, wo man den Levelausgang nicht findet, wo man ewig rumsuchen muss, um aus dem scheiß Level rauszukommen. Das geht mir so auf den Piss. Und was sagt das Biest, nachdem es zum tausendsten Mal auf der Suche nach dem Levelende von einer Plattform gesprungen ist, nur um danach wieder am Levelanfang rauszukommen? Es sagt, ich bin Batman. Okay, ich verrate euch was. Dieses Spiel ist nicht gut. Aber es ist noch nicht vorbei. Noch immer streift das Biest durch die dunklen Gänge des Gemäuers und es ist immer noch kein Prinz. Es geht weiter. Mit die Schöne und das Biest auf dem Super Nintendo. Und BÄM! Das nenne ich ein Die Schöne und das Biest Game. Man meint sofort, man schaut den Film. Das Biest sieht aus wie das Biest. Und sogar das Mädchen und die sprechende Kerze aus dem Film tauchen originalgetreu auf. Unsere Aufgabe hier ist es, der Kerze zu folgen, die uns den Weg zum Mädchen zeigt, welches vor uns wegläuft. Wenn wir uns dem Kerzenschein zu weit entfernen, wird es dunkel. Okay. Die eindeutig bessere Grafik ist kein Argument im Vergleich zum NES-Game. Immerhin ist die 16-Bit-Hardware der Super Nintendo doppelt so leistungsstark wie die 8-Bit-Maschine des NES. Aber auch das Gameplay hat mehr Ideenreichtum zu bieten und macht es zu einem um Längen besseren Game als die 8-Bit-Version. Vor allem sind die Level weitaus besser konzipiert. Zum Beispiel muss man Steine aufheben und nutzen, um erhöhte Plattformen zu erreichen oder um Plattformen zu bauen, damit man Stachelböden überwinden kann. Auch das zweite Level, das gefürchtete Treppenhaus-Level, das auch in der NES-Version verwurstet wurde, ist in der SNES-Version um Längen besser. Es ist nicht so konfus, es ist geradliniger. Man sucht sich nicht zu Tode, wenn man das Levelende finden will. Es fühlt sich einfach geiler, unterhaltsamer und logischer an, wenn man nicht wie blöde rumrennt und langsam die Lust verliert. Aber das Beste, was man in dem Game machen kann, man kann das Biest brüllen lassen. Man kann mit diesem Brüllen zum Beispiel Plattformen erscheinen lassen oder Gegner vor Furcht erstarren lassen. Bier, Romeo? Was willst du mir sagen, Bier, Romeo? Ja. Das Super Nintendo-Spiel ist wirklich spitze. Es ist gut, ja. Es gibt auch ein Gameboy-Spiel von Die Schöne und das Biest. Na, das schauen wir uns doch auch gleich mal an. Was ist denn das? Ich muss würfeln? Würfeln? Es ist ein verdammtes Brettspiel? Wenn ich auf die Felder komme, die ich gewürfelt habe, kriege ich Minispiele, die ich absolvieren muss. Wie dieses bescheuerte Zieleschießen hier. Was? Und wieder würfeln. Memory! Es ist ein verschissenes Memory-Spiel! Was mag mich noch erwarten, wenn ich hier den Würfel werfe? Was
kann noch in diesem Spiel auf mich zukommen? Ein verschissenes Hütchenspiel. Und im Anschluss gleich ein Spiel, wo ich Baumstämme jonglieren muss. Baumstämme jonglieren, damit sie auf einem Stapel landen. Verdammt, ist das die Schöne und das Biest oder ist das die lustige Spielesammlung für Bescheuerte? Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, ich kann euch sagen, was das für eine Scheiße ist. Das Spiel entlarvt sich selber. Das Spiel sagt dir ganz genau, was das für eine Scheiße ist. Seht euch das hier an! Dieser Penner ist der Inbegriff von diesem Spiel. Er sagt dir, Edge, du hast den Jump Run erwartet, genauso wie die anderen die Schöne und das Biest Spiele. Aber was du kriegst, ist nur eine Sammlung verfickter kleiner beschissener Minispiele, die dich in den Wahnsinn treiben, weil sie nicht einmal 50 Cent wert sind. Fick dich, fick dich! Fick dich, fick dich! Es ist kaum zu glauben. Stellt euch Folgendes vor. Ihr seid wieder Kind. Und ihr seht bei euren Freunden, dass die Schöne und das Spießspiel auf den großen Konsolen, auf dem Super Nintendo, auf dem NES. Ihr wollt es auch gern haben. Ihr könnt es aber nicht haben, weil ihr kein NES oder Super Nintendo besitzt. Ihr habt nur einen Gameboy. Und dann geht ihr mit eurer Mutter zufällig mal durch einen Laden und ihr seht ein Gameboy-Spiel für die Schöne und das Biest im Regal stehen. Und ihr denkt euch, hey, das wäre klasse, ich könnte die Schöne und das Biest auch endlich zu Hause spielen. Ich könnte es auf meinem Gameboy spielen, dieses Spiel. Eure Mutter überlegt sich, das Spiel zu kaufen. Sie schenkt es euch, womöglich zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und dann legt ihr diesen verschissenen Rotz in euren Gameboy. Und das Einzige, was ihr kriegt, ist eine verschissene Minispielsammlung für Vollidioten. Ich pack es nicht. Und zum Abschluss noch ein kleiner Tipp für alle Retro-Gamer. www.retrogamerwelt.de. Das neue Retro-Forum. Schaut mal vorbei, lasst euch blicken.